Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Montag, den 4. Juni. Mein Name ist Ronald Gierth, ich bin Analyst bei börsedaily.de und wie immer zum Wochenstart ein Blick auf den DAX auf Wochenbasis. Hier haben wir ein Riesenfragezeichen und das haben wohl alle Marktteilnehmer, denn mehr einerseits, andererseits geht im Augenblick wohl kaum. Einerseits, das sehen wir hier im Wochenchart, hat der DAX die 200-Tage-Linie durch den Kursanstieg des Freitags zum Wochenschluss doch noch einigermaßen gehalten. Und immerhin ist so auch ein negatives Signal im MACD auf Wochenbasis verhindert worden. Andererseits hat er diesen gleitenden Durchschnitt nicht wieder überwunden, sondern eben nur knapp wieder erreicht und ist, wie im Chart auf Tagesbasis zu sehen, nicht aus der entscheidenden Unterstützungszone zwischen, wenn man sie nach unten um das Zwischenhoch Ende Februar hier erweitert, zwischen 12.601 und 12.848 Punkten nach oben hinausgelaufen. Wofür es zwar einerseits eine gute Chance gäbe, wenn man sich ansieht, dass die Stochastik in der Nähe der überverkauften Zone wieder gerade nach oben dreht. Wozu aber andererseits die Rahmenbedingungen so gar nicht passen wollen. Wiederum einerseits ließe sich dagegen halten, dass das den DAX nicht zwingend aufhalten muss. Immerhin sind die Rahmenbedingungen für die US-Börsen noch riskanter und dort tut man so, als hinge der Himmel voller Geigen. Andererseits neigen die deutschen Investoren nicht dazu, allzu bereitwillig auf einem Pulverfass zu tanzen, wie man das momentan in den USA durchaus tut. Da kann man schon einen Drehwurm bekommen bei all diesen Argumenten pro und contra, mit denen man derzeit konfrontiert wird. Richtig ist, gegenüber dem krisenhaften Szenario des Donnerstags hat sich ja eigentlich gar nichts verändert. In Bezug auf die Strafzollthematik stehen die Zeichen auf Sturm. Die politische Lage in Spanien hat sich durch das erfolgreiche Misstrauensvotum gegen Rajoy nicht verbessert und dass in Italien jetzt ein Kabinett aus Parteien vereidigt wurde, die der EU zumindest äußerst kritisch, vorsichtig ausgedrückt, gegenüberstehen, ist und bleibt ein Problem, an dem Neuwahlen, über deren Vermeidung die Anleger angeblich erleichtert waren, nichts geändert hätten. Was heißt? Auch wenn der Kelch eines markant bärischen Signals zum Wochenschluss am DAX vorübergegangen ist, bedeutet das nicht, dass es nicht doch noch auftreten könnte. Solange der deutsche Leitindex diese für den Moment gehaltene Unterstützungszone 12.601 zu 12.848 nicht eindeutig wieder nach oben verlassen hat, ist das Ringen um die kommende kurzfristige Richtung des DAX eben noch nicht entschieden. Zumal auch den Bären klar ist, ob an der Wall Street oder hierzulande, die Käufe des Freitags waren weniger von der Überzeugung motiviert, dass die Gesamtlage jetzt eine gute Basis für einen Einstieg wäre. Nein, sie sollten vor allem Verkaufssignale, die einen zügigen Abstieg der Indizes nach sich ziehen würden, vermeiden. Und derartige Motive münden schnell in den Verkauf solcher dabei aufgesammelter Positionen, wenn sie nicht mehr erreichen als das, womit der DAX jetzt in die neue Woche geht, nämlich ein Putt. Per heute früh haben wir damit eine neutrale Konstellation, aber wir haben entsprechend natürlich auch Ankerpunkte. Das gibt die Charttechnik eben so, wie sie jetzt ist, in diesem Unentschieden her. Wenn der DAX unterhalb von 12.600 Zählern schließt, wäre aus unserer Sicht ein Short Trade durchaus zu erwägen. Bullisch und damit potenziell zumindest tauglich für einen Long Trade wäre der DAX, wenn er über die Zone 12.601, 12.848 Punkte hinaus auch die derzeit bei 12.918 Zählern hier in blau verlaufende 20-Tage-Linie aus auf Schlusskursbasis zurückerobern könnte. Was von beiden eintritt, ist im Moment, wie gesagt, völlig offen. Dazu ist die Fülle an einerseits, andererseits im Augenblick einfach zu groß. Man muss es abwarten und vielleicht kommt die Entscheidung auch nicht heute oder morgen. Aber dass sie kommen muss, ist natürlich klar. Das macht der Chart völlig deutlich, denn hier gehen wir garantiert nicht ins Jahresende. Also, es bleibt spannend und wir werden dranbleiben. Darüber hinaus natürlich auch wie immer montags einen Blick auf die anderen Märkte werfen. Wie sieht's aus an der Wall Street? Wie stellt sich die Lage bei Euro-Dollar dar? Beim Ölpreis? All das heute Mittag im ING Markets Chartflash in der Videoanalyse, wie immer montags ab 13 Uhr im Netz. Bis dahin, schönen Start in die Woche und machen Sie es gut.